Magna Wiener Neustadt hat auch das zweite Heimspiel in der Tipp 3 Bundesliga powered by T-Mobile gewonnen. Der Aufsteiger besiegte Tabellenführer Ried durch Treffer von Diego Viana und Thomas Simkovic mit 2:1 und drehte dabei, so wie schon gegen Kärnten, eine Partie nach einem 0:1 Rückstand um. Magna-Trainer Helmut Kraft war dennoch nicht rundum zufrieden. Klare Steigerung gegenüber dem ersten Heimspiel gegen Kärnten im Spielerischen. Was mir nicht gefallen hat, das war die Bälle in die Mitte, die haben überhaupt, das sind nicht gekommen. Wir sind über die Seiten recht gut abgekommen, wir haben bis 20 Meter vor das Tor von Ried recht gut gespielt, aber dann der letzte Pass ist nie gekommen und die Flanken sind nie reingekommen. Das war heute eklatant eine Schwäche für uns. Ansonsten haben wir in der Defensive wenig Fehler gemacht, einen hat eben der Lexer ausgenutzt, aber das war ein Riesenfehler, wieder ein kapitaler Puck, wieder von einem routinierten Spieler und das sind Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Ja, daheim sind wir gut. Ich glaube, auswärts haben wir jetzt nicht so gut gespielt gegen Graz, von dem her haben wir sich vorgenommen, dass wir sich daheim besser präsentieren. Das ist uns heute ziemlich gut gelungen, glaube ich. Die zweite Halbzeit waren wir eigentlich dann konzentriert, also es hat sich in der ersten Halbzeit schon die letzten 10 Minuten abgezeichnet. Dann natürlich das Tor und dann ist eigentlich ganz gut gelaufen und waren wir zweimal unkonzentriert, das war natürlich unnötig. Da habe ich eigentlich eher Schlimmes geahnt, weil man dachte, Ried mit 1-0 im Vorteil wird das eben aufgrund der Defensivstärke uns sehr schwer machen, dass wir dann noch zwei Tore schießen, das war für mich überraschend und eben auch dem Vernetz wieder zu verdanken, dass wir heute als Sieger vom Platz gegangen sind, weil die Chance, die der Paul angesprochen hat, die hat auch bravourös gehalten. Der letzte Teil ist etwas mehr mit Muss gespielt worden, aber die Chance, die Jana dann gehabt hat, muss zum 2:2 führen. Ich glaube auch, normal muss einer das da machen, aber der Vernetz ist kein normaler Tormann, das ist ein außergewöhnlicher Tormann und deshalb ist das Spiel 2:1 ausgegangen für uns. Und zum Schluss, die letzten 10 Minuten, waren wir wirklich unorganisiert und desolat und hätten eigentlich den Konter noch fertig spielen müssen. Gescheit spielen wir gegen Kärnten in der 95. Dann hätten wir vielleicht das 3:1 gemacht und dann hätten wir die Zitterei der Sportheit bis zur 95. Minute. Es war keine Traumpartie, aber für uns war immer wichtig, dass die Null steht. Ist uns zwar leider nicht gelungen, sage ich mal. Aber wir haben ganz gefällig gespielt bis zum 20er und wieder einmal sind wir in Rückstand geraten und haben aber doch die Partie umgedreht. Also ich glaube, dass wir ziemlich gute Moral in der Partie haben. Eben wenn man ein Spiel auswärts 3:0 verliert, so wie wir in Sturm, dann hast du ziemlich viel Negatives im Schädel und so wie heute, wo wir optisch recht gut gespielt haben, aber eben im Grunde wenig Torchancen gehabt haben und dann kriegst du wieder so ein blödes Tor und wieder aus einem blöden Deckungs- oder Defensivfehler, dann könnten wieder so frische Erinnerungen an das Spiel gegen Sturm in die Köpfe kommen. Das war heute Gott sei Dank nicht der Fall, sie haben sich schnell gefangen und das hat mich natürlich positiv überrascht. Das heißt, die waren nur bei dir da, die Erinnerungen bei der Mannschaft? Mehr bei mir als bei den Spielern, stimmt. Ja. Wir haben gezeigt, dass wir zu Hause stark sind. Wir haben beides Spiel zu Hause gewonnen und wir versuchen jetzt auswärts auch Punkte holen, dass wir weiter oben in Tabellen bleiben. Nach dem 1:0 haben wir einen wesentlichen Beitrag geliefert, dass der Gegner stark geworden ist. Ne? Wir mit unserer Brust, einer scheinbar guten Brust. Normalerweise bei 1:0 machst du zu und dann kriegst du keine zwei Gegentreffer mehr. Das ist wurscht gegen wen. Zu stark gemacht haben wir. Magna. Ja, darf man da kann man so sagen. Ein bisschen ein Rufzeichen dahinter setzen. Kann man so sagen, ja. Ja. Das Starkwort steht fest, aber warum möchte ich schon dazu sagen.